Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich einmal auf das sogenannte Scaling-System oder auch Power-Scaling-System eingehen und warum ich es in der Art, wie es oft genutzt wird, als nicht wirklich effektiv erachte und dementsprechend selber nicht auf dieses System in meinen Videos zurückgreife. Zunächst kurz, was ist das Scaling-System überhaupt? Im Endeffekt geht es darum, zwei Charaktere oder Dinge miteinander zu vergleichen, indem man in mehreren Kategorien schaut, wer besser ist. Ganz simpel. Diese Kategorien sind dann zum Beispiel Geschwindigkeit, Feuerkraft, Ausdauer oder Intelligenz. Wer in einem dieser Attribute besser ist als sein Kontrahent, bekommt einen Punkt. Am Ende schaut man dann, wer nach dem Vergleich aller Kategorien mehr Punkte hat. Dieser ist dann der Gewinner. Dabei sieht man auf den ersten Blick, dass es recht ungenau ist und dass alle Attribute als gleich relevant angenommen werden, egal wie groß der Unterschied ist. Dazu mal ein Extrembeispiel. Ein Drache, der mit 0,01 km pro Stunde schneller ist, bekommt dafür einen Punkt, welcher zum Beispiel die Feuerkraft ausgleichen kann. Egal ob dieser Drache die Feuerkraft eines schrecklichen Schreckens hat und mit dem eines Typhoons verglichen wird. Natürlich könnte man, wenn die Differenz besonders groß ist, gleich mehrere Punkte vergeben, doch auch dann werden noch Gebietsanpassungen oder ein Konterverhalten nicht wirklich gut berücksichtigt. Ich sehe aber dennoch eine Verwendung für das Scaling-System. Anstatt des Vergleiches zweier Parteien direkt, könnte man allgemeine Ranglisten erstellen, welche einen Richtwert der Stärke bieten, ohne den Anspruch, dass jeder, der oben auf der Liste steht, jeden, der unter ihm steht, besiegen muss. Noch weiter könnte man das System vereinfachen, indem man die Attribute nach ihrer Nützlichkeit im Kampf unterschiedlich bepunktet. So könnte zum Beispiel das Besitzen einer Waffe einen Punkt, das Besitzen vieler Waffen 3 Punkte, aber das Beherrschen dieser Waffen 5 bis 10 Punkte einbringen. Ähnlich wie der YouTuber Hados es in seinem Power Ranking der Nichtbändiger aus Avatar, der Herr der Elemente, getan hat. Jetzt seid ihr aber dran. Was haltet ihr vom Scaling-System? Und was von meiner Kritik daran? Kann man deiner Meinung nach dieses System verwenden? Und wenn ja, wozu? Ansonsten würde ich mich noch über einen Daumen nach oben freuen, falls es dir gefallen hat. Falls nicht, dann zeig mir es gerne mit einem Daumen nach unten. Aber bitte vergiss dann nicht die konstruktive Kritik in den Kommentaren, damit ich mich stetig verbessern kann. Alternativ kannst du auch auf unserem Discord-Server in Kontakt mit uns treten. Jetzt habt ihr mir aber noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Leute.